Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frankies Finest. Leute, heute das meiner Meinung nach einer der besten, unkomfortabelsten und noch preisgünstigsten Mercedes-Modelle, die es je gegeben hat und die auch am meisten Spaß machen und die auch bei uns in der Tuning-Szene mit am meisten gehypt sind, und zwar der Mercedes-Benz W124. Ein unfassbar gutes Auto, ein perfektes Alltagsauto, noch zum kleinen Preis in einer auch Motorendimension von ganz kleinen Leistungen an, über Diesel, über dicke V8-Motoren, über Sechszylinder, also wirklich eine Bandbreite für die Leute, die, sagen wir mal, ein klassisches Auto im Alltag fahren wollen, ein sehr, sehr zuverlässiges Auto fahren wollen, die, sag ich mal so, die kleinen ein oder anderen Sachen, wo man nur drauf achten muss, gerade was das Thema Geld angeht. Man kann viel mit den Autos machen, man kann eine Menge Spaß damit haben. Es ist nichts zum Rasen, es ist nichts, um irgendwie, wir reden nicht von großen Kurvengeschwindigkeiten, wir reden nicht von Performance, sondern wir reden wirklich von einer E-Klasse, die früher schon dafür gesorgt hat, dass man sehr, sehr komfortabel im Alltag unterwegs war. Man hat sehr viel Platz, man hat sehr viel, auch teilweise, so wie sie ausgestattet sind, zu den damaligen Zeiten schon Luxus. Gebaut wurden sie von 84 bis 97. Um 93, 94 rum gab es die Modellpflege. Dann sind so einige Sachen geändert worden, wo wir auch gleich schon mal direkt anfangen können, wo ich euch schon mal zeigen kann, was für mich ausschlaggebend war, warum ich immer nur bis 1993 gesucht habe. Ich habe mir, ich glaube, es war 2018 oder es muss 2017 gewesen sein, meinen ersten Traum erfüllt und mir meinen ersten W124 gekauft. Habe damals als allererstes nach einem Sechszylinder geschaut, aber Sechszylinder oder den ich mir angeschaut habe, der war in einem katastrophalen Zustand. Getriebe scheiße, Motor scheiße, innen drin alles sehr, sehr kaputt. Was mich dann auf dem Rückweg, weiß ich noch, von dem Besichtigungstermin, der sehr weit war, übrigens, ich hatte das Auto auch eigentlich schon gekauft, weil der laut Bilder und laut dem, was mir da an Videomaterial zugeschickt war, in einem Top-Zustand war. Leider, bin ich damals, glaube ich, zu K-Custom gefahren, waren für mich knappe 400 oder 450 Kilometer ungefähr, die ich schon umsonst gefahren bin, habe das Auto dann vor Ort tatsächlich nicht gekauft und war dann so sauer, dass ich die ganze Rückfahrt, weiß ich noch, im Internet rumgescrollt habe und weiter nach 124ern geschaut habe und durch Zufall wirklich, weil er falsch auch bei Mobile inseriert war, er stand nur unter 400er, bin dann an meinen 8-Zylinder gekommen, den ich damals wirklich, ich rede da ja auch offen und ehrlich drüber, für einen sehr günstigen Kurs gekauft habe. Ich meine, ich habe keine 7.500 Euro für das Auto gezahlt. Der war in einem top gepflegten Zustand, der Wagen, hatte aber schon relativ viel Kilometer gelaufen, also 264.000 Kilometer. Mein bester Freund ist in dem Thema Mercedes oder gerade Thema W124, der kennt sich da aus wie bei keiner anderen Marke fast, hat selber einen 500 also ist da wirklich im Thema und sagt, mach dir keine Sorgen, die Motoren, die sind alle gut, das läuft, das funktioniert. Ich habe mich ein bisschen belesen und ja, dann haben wir einen Besichtigungstermin gemacht und ich zeige euch das Auto jetzt mal, wie er da noch aussah, als ich ihn gerade abgeholt habe. Und dann können wir auch direkt auf das Thema, was ist denn bei dieser Modellpflege oder vor der Modellpflege für mich besser gewesen oder schöner gewesen. Ja, so sah das gute Stück aus. Ich sehe auch gerade das Datum. Es war der 13. Januar 2018, wo ich den Wagen abgeholt habe, wie man auch noch oben bei Insta lesen kann, aus einem 260, weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt lesen könnt. Ah ne, ihr lest das gar nicht, weil mein Kopf drüber steht. Auf jeden Fall stand da drauf, aus 260 wurden dann 400. Also, man erkennt schon ganz klar dran, für mich war natürlich, ihr wisst es, die Farbe grün, Mint etc. ist immer schon was gewesen, wo ich sehr viel Wert drauf gelegt habe. Ich hatte ein Budget von knapp 10.000 Euro insgesamt, was ich ausgeben konnte für das Auto. Dann wären aber auch Tuning-Teile etc. schon mit drin gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte da noch nicht so die Wichtigkeit zu dem Zeitpunkt, dass ich den Wagen krass umbauen musste. Deswegen war mir erstmal wichtig, ein gutes, gepflegtes Auto zu finden. Der Wagen war Checkheft gepflegt, da war alles tiptop dran, alle Werkstattbelege, alles dabei, ein Riesenordner. Wirklich ein sehr, sehr gutes Auto hier im komplett Originalzustand. Das, was für mich dieses Modell ausmacht oder die Modelle bis 93 ausmachen, sind halt die bekannten Sakko-Bretter. Bedeutet, die unteren Bretter heben sich komplett oder die untere Karosserie hebt sich komplett mit der Farbe nochmal vom oberen Lack ab. Viele fanden das nicht schön oder viele sagen, oh, ist gar nicht mein Geschmack. Ich fand das absolut geil. Ich würde auch, gerade wenn ich mir zum Beispiel einen SL kaufen würde, auch immer auf diese Variante greifen. Ich finde, das ist noch für mich so mit die schönste 124er Variante. Die ersten Meter damit gefahren, 8 Zylinder, absolut brutal, also wirklich 286 PS, glaube ich, hatte der, oder 279, irgendwie sowas um die 280 PS. Lief wie am ersten Tag, also keinerlei Probleme, wirklich war. Ich bin mit dem Auto dann, also ich wusste, der wird umgebaut irgendwann, aber bin den Daily gefahren. Also ich habe den wirklich viel, viel genutzt. Verbrauch muss man sagen beim 8-Zylinder überirdisch. Also Alter, das war echt ekelhaft. Also ich glaube, der hat locker
zwischen 16 und 18 Liter hat er sich schon weggetan. Das ging dann auch irgendwann, 2018 gingen die Spritpreise ja noch, ging das an mir zu sehr ins Portemonnaie. Deswegen habe ich den dann auch nicht mehr daily gefahren und dann ging halt die Umbauphase los. Worauf muss man beim Kauf achten? Ganz klar, und das ist egal, was für eine Motorisierung ihr habt, achtet auf die Karosse. Wo die sehr, sehr gerne weggammeln, ist halt hier unter diesen Sakko-Brettern. Ne? Da sind sie wirklich, da muss man drauf achten. Wie kann man schon mal von vornherein so relativ grob checken, ob der Wagen schon durch ist oder nicht? Und zwar gibt es hier vorne, einmal hier und auch hier hinten sind Wagenheberaufnahmen. Das sind quasi so Plastikklipse, die könnt ihr rausmachen und eigentlich was ganz geil gelöst ist. Der Wagenheber wird quasi in diese Löcher, in diese Vorlöcher, wird der Wagenheber quasi einmal reingesteckt, richtig fest, und dann kann man den quasi mit, das ist so eine Hubbewegung, und dann geht der Wagen hoch. Das ist super praktisch, aber dort ist halt auch dann oft sehr viel Rost. Da sieht man, wenn diese Löcher, quasi diese Aufnahmen, wenn die schon durchgerostet sind, kann man oft davon ausgehen, dass auch da drunter sehr viel Rost ist. Deshalb immer die Empfehlung, einmal da reinschauen. Natürlich Unterboden sich anschauen, wo die auch gerne wegrosten, Motorhaube mal gerne aufmachen. Auch da, wo zum Beispiel das Wischwasser oder wo der Behälter ist, dort, das ist gerne undicht mal, und dann kommt da auch, kommt's da auch zu Korrosion. Das heißt, da auch mal gucken, Kofferraum natürlich auf. Machen, um mal hinten reinzuschauen, ob eventuell irgendwelche Unfälle zu sehen sind, die der Wagen hatte. Ich bin immer ein Freund davon, das mache ich bei allen Autos. Es kommt immer darauf an, was man mit dem Auto natürlich vorhat. Wenn man, so wie ich, ein Auto gesucht hat, was langfristig Spaß machen soll, auch ein bisschen Werterhalt haben sollte, dann nochmal darauf achten, wie viel Historie liegt bei dem Fahrzeug vor. Ich habe zum Beispiel immer lieber ein Auto, was viele Kilometer hat, dafür aber gepflegt ist, viele Werkstattbesuche hatte und alles durchrepariert worden ist, das ist mir immer lieber, anstatt nachher dieses böse Erwachen. Und ja, der Wagen hat angeblich nur 80.000 gelaufen, was man auch ja ganz, ganz schwer nachhalten kann. Es gibt aber keine Belege dazu. Klar, der Tipp ist natürlich immer, man guckt sich den Innenraum an, ist der zum Beispiel, wenn man einen Schalter hat oder auch eine Automatik hat, ist dieser Hebel abgenutzt, ist das Lenkrad abgenutzt, sind zum Beispiel auch Gaspedalkupplungen oder halt, wenn es eine Automatik ist, halt nur Bremse und Gaspedal sehr stark abgenutzt. Wie ist generell die, wie sehen die Sitze aus, wie ist der Dachhimmel? Also man kann dem Auto schon, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, relativ viel abschauen und relativ viel ersehen, wie das Auto gepflegt worden ist oder was für ein Zustand es ist oder auch wie viel Kilometer es hat. Aber meistens ist das auch so ein Bauchgefühl, gerade bei so alten Autos, wie, ja, wie ist so dieses Gefühl? Ich hatte das Glück, bei dem 400er war das Büffelleder drin. Das ist ab dem 8-Zylinder, glaube ich. Ich glaube, es legt mich nicht fest, ist das, glaube ich, standardmäßig drin gewesen. Sehr gut ausgestattet. Ich hatte Klimaanlage drin, Sitzheizung. Also der Wagen war wirklich voll Automatik. Das, was für mich zum Beispiel absolutes Must-Have bei einem 124er ist. Ja, geiles Auto. Preissegment. Und bevor wir da jetzt auch reinstarten, gibt es natürlich Unmengen an W124. Momentan im Internet oder jetzt gerade bei Mobile, ich habe jetzt nur bis 1993 gesucht, gibt es jetzt schon 686 Gebote. Das finde ich schon relativ viel und das zeigt auch, dass es da noch gute Möglichkeiten gibt. Die Autos sind natürlich genutzt worden. Klar, ein 124er ist so eine Daily, kann man sagen. Also Leute, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt einfach mal Bock über den Winter oder vielleicht mir für ein, zwei Jahre mir so ein Ding zu holen. Mir ist auch egal, ob der ein bisschen Rost hat. Ich will den einfach nur nutzen. Ich habe da Bock drauf. Dann liegt ihr ungefähr so bei 2.000, 3.000 Euro, bekommt ihr schon einen. Angefangen vielleicht mit einem 200er oder mit einem 230er. Dann habt ihr sowas um die 100, 118 bis 150 PS als Benziner zum Beispiel. Die würde ich auch eher empfehlen, als Schalter zu nehmen, weil die Automatik, die schluckt natürlich bei den alten Autos dann doch irgendwie noch viel Leistung und dann sind die sehr, sehr zäh. Das macht nicht so viel Spaß. Sechszylinder 260er zum Beispiel, den ich damals kaufen wollte, auch der als Automatik war aber totgelutscht. Also das Ding war wirklich nicht gut in Schuss und deswegen hat er sich auch nicht gut gefahren. Das Getriebe hat nicht gut geschaltet. Gerade bei einem 124er macht es das aus, wenn ihr in Automatik wählt, dass die Gänge butterweich reingehen, weil das können die Getriebe, die machen das super. Auch gerade bei dem 18er, den ich jetzt hatte, den man dann als 400er nimmt, wo man sagt, okay, man hat schon die große Maschine, auch schon so, ich glaube, der hat auch die breite Spur schon vom 500er, die große Bremse schon drauf. Also ihr habt da schon viel, viel, viel on point, seid aber nicht so auffällig. 500er natürlich das Nonplusultra. Beim W124 muss man sagen, den werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen, das ist so dieses, der Breitbau vom W124, also der AMG, wo man heute sagt C63, E63, gefühlt ist das dieses Modell gewesen.
optisch natürlich extrem brutal, weil der hatte extrem breite Backen. Also die Kotflügel waren gefühlt doppelt so breit wie bei einem ganz normalen 124er. Hier sieht man es zum Beispiel schon sehr, sehr gut, wie breit oder wie viel größer auch die Kotflügel sind. Das heißt, da passt Unmengen auch an Felge drunter. Da geht mal schnell eine 19 Zoll auch easy drunter. 18 Zoll gar kein Problem. Sehr selten geworden. Sehr, sehr, sehr teure Autos. Wie gesagt, mein bester Kumpel hat so einen. Ich weiß, wovon ich da spreche, einen guten gepflegten zu finden. Ich glaube, die gehen mittlerweile 40.000, 50.000. Legst du schon mittlerweile für so ein seltenes Auto hin. Aber das muss ja nicht sein, gerade wenn man startet. Und ich rede ja immer davon, was für Möglichkeiten hat man heute noch, in was für eine Richtung möchte man gehen. Also fängt man generell an zu suchen. So, dann müsst ihr natürlich entscheiden, was wollt ihr haben. Die Limousine als Fünftürer, natürlich einer der bekanntesten Autos. Oder sagt man sich, ich möchte einfach etwas Selteneres haben. Das heißt, man nimmt ein T-Modell oder halt ein Coupé, die aber schon deutlich teurer sind. Also da werdet ihr auf jeden Fall mal zwischen 10.000 und 15.000 Euro für einen guten Gepflegten in die Hand nehmen müssen. Wenn es nicht jetzt wie in diesem Fall was runtergerocktes ist. Optisch sehr schön, aber ihr seht hier vorne schon Rost. Ihr seht auch schon direkt an den Schwellern, da ist schon sehr viel dran zu tun. Also diese Autos sind meistens in keinem guten Zustand. Und vor allen Dingen, die sind auch noch krasser, also gerade die T-Modelle, noch krasser genutzt worden. Coupé, meiner Meinung nach, mit einer der schönsten Autos. Da werden wir aber später nochmal drauf zukommen. Oder werde ich euch auch nochmal zeigen, warum ich den so extrem schön finde, aber sehr, sehr teuer. Ihr seht hier, wir fangen bei 2.500 Euro an. Stoffausstattung, Lederausstattung sind alles so Sachen, die man selber entscheiden muss. Hier, das ist so dieses klassische Modell, 160 PS, Mercedes W124, super schönes Auto, 6-Zylinder, meiner Meinung nach auch ein guter Motor, ein wirklich gut funktionierender Motor, aber auch hier Rostprobleme, ne? Ihr werdet bei solchen Autos, müsst ihr, wenn ihr wirklich in Zukunft viel, viel Spaß an dem Auto haben wollt, ihr seht schon, hier ist überall Rost, also das sind schon die Modelle, da werdet ihr keinen Spaß dran haben, das kann ich schon direkt sagen. Also da werdet ihr sehr, sehr viel Ärger haben. Ihr werdet irgendwas, startet ihr wahrscheinlich bei um die 4.500 bis 5.000 Euro für die kleinere Motorisierung. Das heißt, wir reden von einem Vierzylinder bis hin zu, schlag mich tot, 20.000, 25.000 Euro. Die Autos haben in den letzten Jahren, zumindest seitdem ich das beobachte, sehr, sehr stark an Wert zugelegt. Also die gut gepflegten, natürlich die großen Motoren, da noch beliebter, der 8-Zylinder absolut beliebt, 6-Zylinder auch sehr, sehr beliebt, die 4-Zylinder gehen noch. Vom Fahrgefühl hätte ich halt gesagt, 4-Zylinder sollte man dann auch schon auf einen Handschalter gehen, weil ich glaube einfach, da habt ihr mehr Spaß dran. 200er, 136 PS, ja, okay. Aber jetzt nicht mein Fall. Das, was ihr natürlich immer darauf achten werdet, wahrscheinlich, was viele machen, ist die Kilometerlaufleistung. Ihr seht hier, die haben alle unendlich viel gelaufen. Meiner Meinung nach die letzten, somit einer der letzten wirklich klassischen Mercedes-Modelle. Das, was danach kam, oh ja, W210, nicht mehr wirklich schön. W211 gefällt mir noch, also gefiel mir dann wieder was besser, aber auch kein richtiger Klassiker mehr. Für mich ist der 124er, so diese perfekte Mischung zwischen Klassiker oder zwischen absolutem Klassiker und vor allen Dingen, ihr seht ja auch, die werden dann auch, kommen dann alle im Bereich der Haarzulassung und aber auch noch einem sehr, sehr daily, alltagstauglichen, luxuriösen Wagen, weil ihr fahrt damit wie auf Wolken, die Autos sind super entspannt, in meinem Fall Klimaanlage, Sitzheizung, das hat alles einem gegeben, was man braucht für den Alltag, es war wirklich geil, wäre nicht dieser Spritverbrauch gewesen. Wenn man da ein bisschen, sagen wir mal, drauf achten möchte und einen, den man wirklich täglich fährt, würde ich einen 230er nehmen. Am besten einen mit 150 PS als Schalter, da seid ihr gut bedient. Wenn ihr ein bisschen mehr Budget dann im Endeffekt habt, geht ihr auf einen 260er, also auf einen 6-Zylinder. Damit seid ihr absolut gut bedient. Die Preise sind angezogen. Man muss sagen, man hat früher für 2.500, 3.000 Euro die Autos auch in guten Zuständen bekommen. Mittlerweile wird es dann schon ein bisschen was schwieriger. Wenn man einen bekommt, der zum Beispiel dann Haarzulassung hat, hat man eigentlich schon relativ viel gewonnen. Ob man jetzt Leder braucht innen drin oder nicht, ist wieder mal dahingestellt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Büffelleder, was ich hatte, sehr, sehr gut war von der Qualität. Also sehr, sehr gut. Das hatte 280.000 runter oder 260, wie ich ihn gekauft habe und sah aus wie neu. Stoffausstattungen waren auch sehr, sehr beliebt. Auch sehr, sehr üblich bei diesen Autos, muss man sagen. Ja, Geschmackssache. Ich finde das gar nicht schlimm. Aber ihr seht schon, diese Problematik werdet ihr immer haben. Also,
meiner Meinung nach, wenn man sowas sich sucht, ihr seht auch, wir sind gerade im Preissegment, geht es auch langsam auf die 4,5 zu. Jetzt müsste man langsam in so ein Segment kommen, wo es sich lohnt. Was bedeutet eigentlich das im Umkehrschluss? Auch was bedeutet das für die Zukunft? Gerade Thema Werterhalt, Wertstabilität. Natürlich kauft ihr einen sehr günstigen, werdet ihr nicht so viel Wertstabilität haben, weil ihr noch viel Geld investieren müsst, als wenn ihr einen schon etwas, sagen wir mal, in einem besseren Zustand kauft. Wo gehen die hin? Also es ist ja wie bei allem so, alles was selten ist, wird natürlich dementsprechend auch teurer und ist auch beliebter. Gerade in der heutigen Zeit sind die 8-Zylinder, also quasi der 400er oder der 500er, die haben schon einen sehr, sehr dollen Schritt gemacht. Also ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit hat man, oder zu meiner Zeit, 2018 hat man für einen 400er ja, zwischen 8 und so 10.000 Euro bezahlt, dann die Modellpflege, das war dann 420er, war selber Motor, hieß dann aber nur 420, die waren dann so bei 6.000, 7.000 Euro und ich glaube jetzt gerade so unter 10, 12 geht da gar nichts mehr und du gehst eher auf Richtung 15, 16. Wie weit das noch geht, ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube aber nicht, dass sie wieder günstiger werden. Also ich glaube, der Punkt ist vorbei. Die kleinen Motorisierungen wie 200, 220er oder der 230er auch, die sind sehr, sehr stark noch auf dem Markt. Ich glaube nicht, dass die so krass nochmal steigen werden, aber ihr werdet auf jeden Fall sehr viel Spaß damit haben und auch kein Geld großartig kaputt machen. Jetzt kommen wir zu dem beliebtesten Thema und das ist natürlich das Thema Tuning. Und da kann ich relativ viel zu erzählen, weil ich ja, wie gesagt, das Thema 124er wirklich versucht habe, einmal durchzuspielen, auch mit allen Erfahrungen, die man dann gesammelt hat, wie Bremse ist größer als wie bei den kleineren Motorisierungen, das wusste ich alles gar nicht, auch Felgendimensionen sind dann wieder anders. Da kommen so die ein oder anderen Sachen auf einen zu, die kein Problem sind, die man relativ gut handeln kann, aber auch man die Erfahrungen dann auch teilweise macht und ja, es wird einem dann auch relativ schnell, können auch Sachen passieren, die dann unangenehm sind. Und mir ist, glaube ich, ich habe durchweg alles gemacht. Also, was für Tuning-Optionen hat man alles? So, ich werde mich jetzt mal hier nach unten setzen, damit das für euch besser ist. Also, Tuning-Option Nummer 1. Natürlich, was kann man verbauen? Ganz klar, typische Federn oder halt ein Gewindefahrwerk. Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich euch da keine Tipps geben. Ich habe nie ein Gewindefahrwerk oder Federn in dem Auto gebaut. Ich weiß, es gibt von vielen Herstellern auch günstige Gewindefahrwerke, die auch funktionieren. Wie die sich fahren, kann ich euch nicht sagen. Ich muss sagen, wenn ich ihn so sehe, und das ist schon wieder der Vorteil, wenn man Static fährt, kann man das Auto sehr schön fitten und sehr schön hinstellen, weil, da werde ich auch gleich zukommen, es gibt an der Hinterachse so eine kleine Problematik, die Mischung aus, wie sich optisch, also optisch, wie es aussieht, wenn man fährt und wenn man den ablegt, wie es dann wirkt, das ist beim 124er, die Hinterachse ist echt kacke, was das angeht. Der 124er ist auch nicht wirklich breit, also ihr seht schon, wir reden hier jetzt hier gerade nicht von irgendeiner 10J-Felge oder sowas auf der Vorderachse, hinten geht relativ viel drunter, sondern wir reden hier von, das ist 8,5 mal und dann ist es auch mit Luft, generell ist es schon sehr eng. Ihr habt aber den riesen Vorteil, wenn ihr vernünftiges Fahrwerk, schöne Federn oder ein Gewindefahrwerk drin habt, könnt ihr den von Anfang an auch gerade an der Hinterachse proportional sehr schön fitten. Das heißt, der wirkt vorne genauso schön wie von hinten. Das wird mit dem Thema Luft, umso tiefer ihr kommt, kommen ganz viele Probleme auf einmal auf euch zu. Und dann wird das auch von der Optik her relativ schwierig, weil dann passiert Folgendes sehr, sehr schnell. Das werde ich euch erstmal an meinem zeigen. Und zwar sieht das dann so aus. Wir haben jetzt hier standardmäßig 15 Zoll Felgen drauf und ihr seht relativ schnell, was passiert. Der Wagen fällt sehr, sehr stark automatisch hinten in den Sturz. Das passiert automatisch beim 124er. In dem Fall hatte ich ein TH Technics Luftfahrwerk verbaut, wo ich auch nochmal gleich drauf eingehen werde. Aber ihr seht, ihr habt hinten auf einmal Menge an Platz. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was ich euch auch später nochmal zeigen werde. Und zwar, oder was ich euch jetzt zeigen werde. Ihr seht jetzt gerade, reden wir hier von, ich habe eine 18 Zoll Carlson Felge drauf. Die wirkt optisch erstmal sehr, sehr breit und sehr, sehr groß. Also ich finde, die macht schon einen sehr, sehr, sehr starken optischen Reiz aus. Es war zu der Zeit, wo ich den umgebaut habe, war es überhaupt nicht beliebt, 18 Zoll zu fahren. Ich fand es viel, viel schöner, aber viele sind 17 Zoll gefahren, weil die gesagt haben, ja, liegt noch nicht auf dem Boden, die Lippe ist noch nicht tief genug, hier vorne der Schweller, der muss auch auf dem Boden liegen. Das sind dann meistens 1,5 cm. Mir war das scheißegal, weil für mich musste so dieses Gesamtbild stimmen und ich fand übrigens, ist das einer der schönsten Felgen gewesen.
auch da wieder eine kleine Side-Fact zu. Und zwar sind diese Felgen, tatsächlich haben die mal 400 Euro im Satz gekostet, sind jetzt, glaube ich, bei um die 1000, 1500 Euro. Super selten geworden, hat man früher nachgeschmissen bekommen. Also auch was dazu. So, wenn es um das Thema Fahren geht, seht ihr jetzt hier schon, dadurch, dass sie relativ schmal ist, sieht die hinten abgelegt relativ eingedrückt aus. Der Sturz kommt irgendwann relativ stark rein und dann sieht das hinten halt nicht mehr so optisch schön aus wie vorne. Aber im Fahren ist das, wäre Ästhetik, hätte ich hinten sogar noch eine Distanzscheibe drauf gemacht, sieht das alles tipptopp aus. Also hat er quasi eine sehr, sehr schöne Fahrhöhe und das sieht alles gut aus. Ja, das war übrigens jetzt, oder das ist vielmehr, das hier sind 18 Zoll Felgen. Das war auch eine, schlag mich tot, ich glaube, 8x18 ET. Ich glaube, Mercedes hatte mal relativ hohe ETs. Ich meine, ET56 oder irgendwie sowas muss das sein. Es gibt auch sehr, sehr schöne AMG-Räder. Also wirklich, egal ob 17 Zoll, wenn man Static fahren möchte, da gibt es sehr, sehr viel, wirklich sehr viel Gutes. Jetzt möchte ich euch natürlich auch nochmal zeigen, wie es dann auf Luft mit 17 Zoll aussieht. Und zwar, das ist, was ich meine. Die Leute haben dann halt angefangen, sehr breite Felgen hinzufahren. Der 124er war ultra beliebt, auch den absolut brutal zu fitten. Das heißt, immer auf Karosse abzulegen, sehr, sehr schmale Reifen drauf zu fahren. Da werdet ihr mit den kleinen Motoren nicht so viel Probleme mit der Gewichtsfreigabe haben, aber riesengroße Probleme, wenn die schweren Motoren auf einmal reinkommen. Und da ist auch schon das größte Problem beim Thema Luftfahrwerk. Also die Schwachstelle umso höher oder umso mehr Gewicht auch vorne auf die Achse kommt, also ob 6-Zylinder und danach 8-Zylinder, ist einfach das Thema Drücke, die ihr fahren müsst. Ich bin jetzt in dem Fall jetzt hier zum Beispiel, das war jetzt dann so das Endstadion, was ich gemacht habe, das war 18 Zoll und das muss vorne gewesen sein, eine 8,5 mal 18 mit einer relativ niedrigen ET. Das muss schon so ET25 oder so gewesen sein. Und auf der Hinterachse sind wir eine 9,5, eine 10 sogar, glaube ich, gefahren, mal 18. Schlag mich tot, ET25, ET26. Ihr seht, der geht gerade hinten vorbei. Also ihr habt nicht mehr dieses Bild jetzt hier. Ne? Man sieht schon den krassen Unterschied, wie viel Platz da hinten ist und wie wenig Platz hier noch ist. Das sah aber in der Fahrhöhe sehr, sehr, sehr kacke aus. Also der wirkte in der Fahrhöhe sehr schlimm. Hinzu kam noch, dass ich riesengroße Probleme hatte, die Felgen unterzubekommen. Weil der 124er generell nicht so viel Platz bietet. Also das, was ich gemacht habe, weil ich wollte die Originaloptik beibehalten. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar gibt es hier Distanzplatten, die man drunter legen kann, sorgen dafür, dass der Kotflügel ein Stückchen weiter, kann man relativ einfach erklären, sind so runde Distanzscheiben, die sind dann aus Kunststoff, die werden unter die Karosse, werden die drunter gelegt und dadurch kommt der Kotflügel ein Stückchen weiter raus, zieht den quasi ein bisschen raus. Aber was dann optisch nicht so schön ist, was dann passiert, in dem unteren Bereich hier kommen die dann auch raus. Also dann habt ihr quasi so ein bisschen auch das Sakkobrett rausstehen, fand ich optisch nicht so schön. Was habe ich jetzt gemacht in dem Zug, weil ich das Originaldesign vom Kotflügel beibehalten wollte und nicht so eine gebördelte Kacke haben wollte, habe ich einfach, oder was heißt einfach, bin ich damals zu einem guten Lackierer und Karosseriebau gegangen und der hat mir die ganz, ganz leicht gebördelt, die Gradläufe, hat die ein bisschen rausgezogen. Ich hatte nachher ungefähr 1,5 cm mehr Platz vorne. Mir war es auch super wichtig, dass hier vorne zur Stoßstange ganz, ganz sauber abschließen. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen und auch gerade die Spaltmaße, die haben nach wie vor super gepasst. Das ist halt auch so ein bisschen problematisch, wenn man das mit diesen Adapterplatten macht. War ich nie ein Freund von, muss man mögen, habe ich persönlich nie gemocht. Und jetzt kommt das nächste große Problem. Ihr seht schon, ich musste dann doch einen relativ wurstigen Reifen fahren, gerade bei der 18 Zoll, weil das Problem ist einfach das Gewicht. Die Reifenfreigaben sind eine Katastrophe bei Mercedes, also gerade wegen diesem Gewicht. Ich bin, meine ich, gefahren einen 215 35 18 und das war ganz knapp an der Grenze mit dem Reifen, den ich fahren durfte, um dann eine Freigabe überhaupt zu bekommen. Es war eine Katastrophe. Man muss auch dazu sagen, natürlich Felgendimensionen seht ihr, Eigenbau, das war von Matthias Krenzer, das war der erste Mercedes-Satz, den er mit mir zusammengebaut hat, die Felge, ich fand sie wunderschön, es war einer so meiner wirklich schönsten Radsätze, die ich je mit Matthias zusammen gebaut habe oder die der Matthias für mich gebaut hat. Ja, ich fand den 124er wunderschön. Heutzutage nicht mehr zu denken, damit einen Meter zu fahren, weil das ist leider so. Heutzutage natürlich Polizei, das wissen wir alle, viel, viel strenger geworden, viel schlimmer.
macht halt auch keinen Spaß mehr. So bist du halt damals ganz normal nach Dresden, nach Berlin, egal wohin, das hat keinen interessiert. Altes Auto, alles entspannt. Ja, Felgen auch sehr, sehr teuer. Also die muss man heutzutage, glaube ich, wird da keiner mehr so viel Geld für bezahlen, weil du kriegst ja eh nicht mehr eingetragen, du hast eh keine Chance mehr damit. Und deswegen, das war da zu dem Zeitpunkt alles noch viel, viel entspannter. So, jetzt gehen wir nochmal zu den Optionen. Also Limousine mit 17 Zoll. Hier als Static und dann natürlich für mich eins der schönsten Modelle auch mitunter als T-Modell. Wirkt der Wagen unfassbar groß, unfassbar lang. Geil war halt auch damals, dass es die Modelle oder den gerade das T-Modell hinten nochmal mit zwei Notsitzen gab. Das heißt, die zwei Kinder etc., die da reingepasst haben, haben nach hinten rausgeschaut. War irgendwie sehr, sehr witzig, fand ich auch sehr geil. Aber das Auto auch absolut perfekt, absolut Porno, muss man sagen. Hier, ich meine, das müssen die AMG, das müssen die AMG-Verbreiterungen sein oder das, ja, ich glaube Kotflügel, Heckschürze und Frontschürze müsste AMG-Paket sein. Absolut sexuell, aber als 300er Sechszylinder, pff, so teuer. Und dann natürlich der Klassiker, man kennt es noch als Coupé. Jetzt hier auch wieder mit 17 Zoll. Dreiteiler ist, war absoluter Standard, sind alle damals gefahren, also jeder musste immer Dreiteiler darauf fahren. Ich finde, heutzutage ist das nicht mehr notwendig, also muss man nicht unbedingt machen. Kommt immer darauf an, wie viel Budget man hat. Ich denke, dass man von schlag mich tot, irgendwas zwischen 8.000, 9.000 Euro schon einen sehr, sehr geilen 124er fertig gemacht da stehen haben kann. Es kann aber auch bis 25.000, 30.000 Euro mittlerweile gehen. Ich denke, man hat da ein sehr, sehr gutes Auto. So, jetzt das Thema Fahrwerk. Da kann ich euch auch ein bisschen was zu erzählen. Wir springen jetzt hier direkt mal auf die Seite von 0 Bar. Ihr wisst, 0 Bar ist mein absoluter Partner, was Fahrwerke angeht. Die haben ein riesen Sortiment an Teilen, die haben einen riesen Erfahrungsschatz. Also das ist einfach brutal, was bei denen geht. Es gibt zwei Optionen. Zwei legale Optionen mit TÜV, muss man sagen. Es gibt einmal die Variante TA Technics, die auch damals 2018 die einzigen waren, die Luftfahrwerke gebaut haben. Der Nachteil an diesen Fahrwerken damals war, und das ist einfach, ich weiß nicht, ob das nur eine Charge war. Ich hatte zum Beispiel, ich war jemand, der war sehr stark davon betroffen. Erstmal, ihr müsst natürlich, die hatten kaum Hub. Also der 8-Zylinder, es war ein Gutachten für einen 8-Zylinder da, aber die Belgier haben es einfach nicht geschafft, den Wagen richtig hochzuheben. Das heißt, der Platz zwischen Reifen und Kotflügel war sehr, sehr wenig, also es ging nicht wirklich hoch. Der Wagen hat sehr viele Probleme gehabt, überhaupt hochzukommen. Ich habe das damals kombiniert mit einer Airlift 3P-Steuerung. Eine 3H wäre bei so einem Modell auch besser gewesen, aber viel mehr Aufwand. Deswegen damals auch kein Budget dafür gehabt, nur eine 3P. Das Fahrwerk liegt bei 1.499 Euro, dann entscheidet ihr euch natürlich Fitting. Wir sind immer auf 3 Achtel gegangen und dann, ne, seid ihr damit am Start. Maximale Vorderachse 1.500 Kilo, Hinterachse 1150. Das kann ich euch gerade nicht mehr sagen, wie die Gewichte da sind. Ich habe das damals mit Gutachten bekommen, aber das Problem war, dass diese Gutachten zumindest zum damaligen Zeitpunkt auf den kleinen Modellreihen waren, das heißt auf den Vierzylindern, die natürlich vorne nicht so viel Gewicht hatten, die viel mehr Hub hatten. Das war so, das hat alles nicht so ganz gepasst. Und dann hatte ich zum Beispiel, und das hatte ich bei allen Belgen das Problem, dass die Belge sich hier in den Verpressungen gelöst haben. Ich weiß nicht, ob das ein Chargenproblem war, das hat auch nichts gegen die Marke TA Technik zu tun, aber ich habe halt sehr, sehr viele Probleme damit gehabt. Das Auto hat sich okay gefahren, war aber nicht auch so geil. Also ich muss sagen, ab TA Technik ist auch damals im Porsche gefahren, da war das alles super damals im 996. Da ist ja Jean-Pierre auch damals mit, auch mal mitgefahren und hat gesagt, Alter, vollkommen okay, reicht maximal aus. Ich finde, TA Technics ist eh immer im günstigen Segment eine absolute gute Lösung, aber beim 124 habe ich keine guten Erfahrungen damit gemacht. 2020, meine ich, hat dann 0 Bar gesagt, okay, wir bauen einfach das Streetec Performance Luftdämpfer-Kit. Da war schon der Moment, wo ich überlegt habe, okay, baue ich das bei mir auch nochmal ein. Habe es dann aber nicht mehr geschafft, weil ich ihn dann irgendwann verkauft habe, 2021. Das heißt, da hatte sich das für mich erledigt. Aber das wäre auf jeden Fall, gerade was das Thema Qualität angeht, ist man bei 0 Bar und auch gerade bei deren eigenen Produkte absolut bombastisch aufgestellt. Ihr habt vernünftige Bilsteindämpfer, ihr habt vernünftige Bälge. Auch gerade das Thema hier, das sind quasi die Platten hier oder diese Platten sorgen dafür, dass der Dämpfer quasi an der Vorderachse wie auch an der Hinterachse vernünftig anliegt und die waren auch nicht in so einer geilen Qualität damals bei TA. Ihr bekommt das alles mit Gutachten, also das ist alles, jetzt in dem Fall haben sie gerade hier einen 190er, aber ich bin gerade beim 124er drin, also das ist tatsächlich auch ein 124er. Hier könnt ihr nochmal schauen, für was für Autos das alles ist, also das Fahrwerk, ihr seht es, okay, jetzt wird es mir gerade bewusst, 190er wie auch W124er, identisch könnt ihr das Fahrwerk nutzen.
habe dann auch für alle Modellreihen, also ob es ein 300er ist, also der Sechszylinder, oder ob es dann auch der 400er ist oder 260er oder schlag mich tot. Also ihr könnt für all diese Autos das nehmen und habt natürlich dann inklusive Teilegutachten, könnt das Ding eintragen lassen. Und man sieht auch jetzt gerade normalerweise 1699 Euro und wir sind dann bei 1444 Euro. Zum Thema Lufterzeuger-Kit, auch da liegt es wieder jedem in der Hand. Wir sind früher sehr gut mit der Firma Airlift gefahren. Airlift 3P, quasi druckbasiert, hat immer gut funktioniert. Also, warum soll man das noch nicht weiter nutzen? Ich weiß das von 0 Bar, das werden wir das allererste Mal sehen, was 0 Bar da rausbringt. Da kommt gerade was ganz, ganz Geiles, also ein eigenes, ein eigenes Steuerkit, was meiner Meinung nach, oder was ich glaube, was noch viel mehr kann als das Airlift. Das Airlift ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, funktioniert in allen unseren Autos bisher tadellos. Aber mal schauen, was da noch kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde 124er eine ganz klare Kaufentscheidung. Ob man nachher 17 Zoll Felgen da drauf macht, 18 Zoll, 19 Zoll, das ist jedem sein Geschmack, ob man Luft reinmacht oder nicht. Ich bin zum Beispiel mittlerweile der Meinung, es kommt in der jetzigen Situation, wo wir sind, ganz klar darauf an, was hat man mit dem Auto vor. Und zwar soll dieses Auto sein, ich fahre mal am Wochenende ein Ründchen, ich fahre bei mir durchs Dorf, möchte mal kurz zur Eisdiele fahren, habe ein bisschen Spaß mit dem Auto. Also das ist für mich eher dieses Show-and-Shine-Ding. Das ist mein reines Hobby, ist gar nicht so für den Daily-Verkehr genutzt oder soll das genutzt werden. Ich will damit auf Treffen fahren, will, dass ein schönes Auto steht, noch ein guter Klassiker auch irgendwo, also ein geiles Teil da stehen. Dann würde ich ein Luftfahrwerk immer noch einbauen, gar keine Frage, weil man bekommt es natürlich. Man muss ja nicht die Show-and-Shine-Felgen daily fahren oder dann auch für den normalen Stadtverkehr nutzen. Die kann man ja fürs Event draufschrauben. Das heißt, man baut sich ganz normale 18 oder 17 Zoll zugelassene Felgen ein mit dem Fahrwerk. Dann ist man ja safe, dann passt das ja alles. Oder man sagt halt, ich will den aber daily nutzen, was ich auch schon mal überlegt habe. Also ich spiele immer noch mit dem Gedanken, nochmal irgendwann einen 124er zuzulegen und einfach mal so zu schauen, wenn man den wirklich tagtäglich fährt, dann maximal einen 260er zu nehmen, weil die anderen mir zu teuer geworden sind, würde ich dann nur ein paar Federn einbauen, maximal, und dann Arschlecken, 17 Zoll drauf, ein schöner dicker Reifen, klassisches Auto für den Alltag allein, und das ist das, was es bei mir ausmacht, bei Mercedes, man setzt sich da rein, der Geruch, es ist so geil, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Kindheit, ne? Bei mir ist das so ein bisschen die Kindheit, das ist so, da erinnere ich mich dran, ich habe früher immer auf der Rücksitzbank gesessen, weil bei uns in der Familie, so mein Onkel und so, der hat früher nur Mercedes gehabt, ne? Angefangen vom 123er, dann irgendwann auch 124er, 190er auch gefahren, was auch übrigens der absolute Klassiker ist für noch den kleineren Geldbeutel, wenn man dann loslegen möchte mit solchen Autos. Ja, ich kann das nur empfehlen. Tolles Auto. Wenn ihr Fragen dazu habt, irgendwas noch wissen wollt, was ich euch eventuell beantworten kann, haut mir das gerne in die Kommentare rein. Ich werde versuchen, so gut wie es geht, das zu beantworten. Vielleicht auch nochmal ein Frage-Antwort-Video beim nächsten Mal. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, weil da sieht man super oft, dass ich, glaube ich, mittlerweile 50% der Zuschauer gar nicht abonniert haben. Macht das gerne, damit tut ihr keinem weh. Ich freue mich darüber. Lasst mir auch gerne noch einen weiteren Kommentar da. Gerne auch einen Daumen nach oben. Ich verlasse euch jetzt mal, wünsche euch noch einen schönen Tag. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.